So, nach dem... Das schlägt dem Fass den Boden aus. In der Coca-Cola ist überhaupt keine Cola-Nuss enthalten. Aber in der Fritz-Cola und der Red Bull-Cola schon. Was kann die Cola-Nuss? Was ist Cola-Nuss überhaupt? Und warum hat sie den Weg in meine Küche gefunden? Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Die Cola-Nuss. Die Cola-Nuss ist mir das erste Mal auf einer Messe begegnet. Sie ist mir über den Weg gelaufen in Form einer jungen Dame, die eine Cola, die eine Packung von Cola-Nuss hatte. Und ich war leider zu beschäftigt, meine Bücher zu verkaufen, um ihr Beachtung zu schenken. Aber ich habe Cola gelesen. Und ich habe schon immer ganz gerne Cola getrunken. Und auch wenn ich weiß, dass es nicht optimal ist. Naja, dann habe ich mir nun von Cola Kau die Cola-Nuss schicken lassen. Und auch noch ein paar Kombinationsprodukte mit anderen tollen funktionalen Lebensmitteln, um diese zu testen. Und ich freue mich total auf diesen Test. Aber vorher gibt es ein paar knallharte Fakten über die Cola-Nuss. Die Cola-Nuss ist eigentlich ein Samen von einem riesigen, großen Baum, der bis zu 20 Meter hoch werden kann. Also muss eine wahnsinnige Power in diesen Samen stecken. Und auch auf dem Blatt, von den Informationen her, ist es so. Eine wirklich komplette Aufschlüsselung der gesamten Inhaltsstoffe ist im Internet nicht zu finden. Aber die Cola-Nuss ist tatsächlich absolut ein wirklicher Geheimtipp. Eben auch, weil sie noch nicht ganz so erforscht ist. Denn in ihr steckt, und das weiß man schon, an Gerbstoffe gebundenes Koffein und Theobromin. Aber auch Katechine und Epikatechine. Aufgrund epidemiologischer Untersuchungen wird vermutet, dass Epikatechine die 5 häufigsten Erkrankungen der Welt um ca. 10% senken können. Das war es aber noch nicht, denn nichts weniger als Oligomere Proanthocyanidide sind ebenso enthalten. Besser bekannt als OPC. Und zwar nicht der extrahierte von seiner natürlichen Umgebung rausgerissene Shit, sondern ebenso komplett, wie er sich für so eine mächtige Pflanze gehört, in allen Facetten. OPC boostet nicht nur die Wirkung der Vitamine A, C und E, sondern hat auch einen Haufen gesundheitsförderliche Wirkung, die aber den Rahmen dieses Videos sprengen würden. Die Cola-Nuss ist ein absolut geniales und noch weitestgehend unentdecktes Mysterium. Ja, leider hat sie dann doch schon jemand entdeckt, und zwar unter anderem auch Coca-Cola, und schon vor vielen Jahrzehnten, und hat daraus dann ihr Imperium aufgebaut. Kurioserweise wird das Cola-Nuss-Aroma mittlerweile billig aus den Resten von entkoffeinierten Kaffee industriell hergestellt. Nur noch ein paar ganz wenige hochwertige, wenn man das so sagen kann, Cola-Marken wie Fritz Cola, Mio Mio oder auch die Red Bull Cola verwenden noch die richtige Cola-Nuss. Red Bull Cola, schaut mal auf die Inhaltsstoffe. Ich sag jetzt mal gar nichts. Wenn ihr Red Bull Cola seht, schaut mal auf die Inhaltsstoffe. Faszinierend. Also schmeckt die Cola-Nuss denn auch nach Cola? Das werden wir im Test auch gleich noch herausfinden. Die gemahlene Kokosnuss ist aufgrund des Koffein und des Theobromin anregend, aber nicht das Herz belastend. Also ähnlich wie die Guarana-Samen. Dazu ist sie gerade für Menschen, die sich erst vorsichtig ans natürliche Doping herantrauen, ideal. Da der Gehalt geringer ist als bei Guarana, aber höher als bei Kaffee. Ist trotzdem schonend im Gegensatz zu Kaffee und Cola. Wir reden von der Cola-Nuss, nicht von der Cola. Weiterhin wirkt sie als natürlicher Appetitzügler und hilft gegen Migräne. Ohne Scheiß, das liest sich alles perfekt. Also, kaufen und testen. Ich empfehle heute ein kleines Unternehmen, welches im entlegensten Winkel in Sachsen, in einem kleinen Minidorf, seinen Sitz hat. Produktion in Handarbeit mit regenerativen Energien, nachhaltig und biologisch. Dazu hat das Unternehmen einen künstlerischen Ansatz, sowohl im Design als auch im Alltag des Unternehmens spielt Kunst eine große Rolle. Das ist ein ganz interessantes, kleines, aber feines Unternehmen. Also wenn ihr auch Cola-Nuss kaufen möchtet, schaut erstmal meinen Test an, dann bitte macht dies bei Cola-Kau. Kommen wir nun zum Test dieses faszinierenden Produktes. So, nach dem...
So, nach den ganzen technischen Sachen und das ganze Wissen kommen wir jetzt zur Verkostung. Und ja, wir haben hier vier Produkte mit Kolanuss. Einmal natürlich die reine Kolanuss und wir werden auch nur die reine Kolanuss zum Leidwesen von Chris probieren. Ohne Mandelmilch oder ohne irgendwelche Milch. Milch. Ohne irgendwas, was es besser schmecken lässt. Genau, einfach nur Wasser und Kolanuss. Und dann haben wir hier noch eine, auch von Cola-Kau, Maca ungesüßt. Das ist das Kolanuss drin, da ist noch Kakao drin, Maca, Reismehl und Tonkabohne. Und Tonka ist richtig geil, ein richtig geiles Aroma. Sollte man nicht zu viel essen, weil dann ist hochgradig giftig. Und was haben wir hier noch? Chili. Chili. Variante scharf. Okay, Kolanuss, Kakao, Zimt, Reismehl, Muskatnuss und Chili. Alles aus fairen Handel. Und Kakao, Kakao als erstes. Kolanuss, Guarana, Reismehl. Interessant ist auch, dass 4% Guarana drin und 36% Kolanuss. Da sieht man wieder, was ich schon eingangs erwähnt habe, dass die Kolanuss nicht ganz so viel Koffein wie Guarana hat. Aber jetzt geht's los, die Verkostung. Wir werden uns einfach hier immer ein bisschen Wasser eingießen und dann ein bisschen was von denen einrühren, damit wir kosten können, wie es schmeckt. Ich muss dazu sagen, die Cola Kao, die Menschen von denen, die habe ich mal auf einer Messe getroffen. Ich habe das schon mal probiert, aber gestrickt mit Hafermilch. Es hat gut geschmeckt. Er hat dazu mir viele Infos gegeben, die ich mir teilweise behalten habe. Was hast du denn mal? Unter anderem, dass die Cola Nuss ein bisschen sanfter wirken soll als die Guarana. Das Guarana soll ein bisschen... Also das Guarana wirkt schon sehr sanft, ja. Fast zu sanft. Also genau. Aber das sind Aussagen von vor einem halben Jahr ungefähr. Hier steht auch drauf, Geschmack mit Wasser und Pflanzen, in Klammern Milch, aufgießen. Okay, wir machen das natürlich pur. Erstmal der Geruch. Riecht nicht nach Cola. Nee, mehr nach Kakao, aber ist ja auch mehr Kakao drin. Nee, das ist reine Kolanuss. Das ist das reine Kolanusspulver. Okay. Okay, wie viel machen wir nur rein? Riecht ein bisschen wie Kakao auf jeden Fall. Naja. Ja, ja. Riecht immer angenehm nach Erde. Sowas, was sowas? Ja, ja, mach einfach. Okay. Dann. Achso, ja. Zum Rumrühren. Löffel gibt's nicht. Doch. Minimalist hier, der hat nur einen Löffel. Ja, wie erwartet. Du hast es schon gekostet, oder? Ja, ja. Bei mir ist der Staub noch oben drauf. Aber. Na, guck mal, wie Kolanuss schmeckt. Schmeckt es wie Cola oder schmeckt es wie Nuss? Ja, wie die Erde, wo es rauskommt. Aber es schmeckt okay. Es schmeckt auf jeden Fall milder als Guarana. Ja. Schmeckt erdig auf jeden Fall. Aber auch so ein Hauch wirkt wie Kakao. So ein bisschen so. Also, schmeckt nicht, also Guarana schmeckt wirklich richtig erdig. Und da ist so ein Hauch von Dings dabei, aber ja, ich überlege gerade, ob man irgendwo die Cola erkennen kann. Nee, ich finde nicht. Ja, wirklich. Es schmeckt ein bisschen eingeatmet von der Cola. Es schmeckt mehr nach Erde als nach Cola überhaupt. Also Cola-Nuss ist ja nur die... Ja, Cola-Nuss einatmen ist so schnupft, aber okay, dann können wir mal zu den... also, es ist alles ungesüßt, ne? Dann mach was hast du? Ja, ausspülen. Ach Quatsch, da ist auch überall Kolanuss. Alles Kolanuss, ja, okay. Genau. Dann kommen wir jetzt. Den Chili ist mal ganz zum Schluss. Das ist überall mit drin. Das ist das Falsche, das ist das Mineralwasser. Das hat zu sehr prickeln. Auch vielleicht, wenn du das lieber willst. Dann. So, kommen wir zu Maca ungesüßt. Da ist Kolanuss, Kakao, Maca, Reismehl und Tonkabohne. Oh, das ist bestimmt der Favorit. Da bin ich mal ganz gespannt. So. Ich persönlich nehme auch hier zum Chili. Wie gesagt, alles aus Fair Handel. Oh, das riecht schon, da riecht man den Tonkabohne. Ja. Das ist mega geil. Interessant wäre, wenn man das mal süßen würde noch. Also, ich finde es nicht schlimm, bitter oder so, oder irgendwie nicht süß genug. Also, ich habe Wasser reingetan. Ich sag mal, ich bin eher so jemand, der auch zum Beispiel so andere Guarana-Kakaomischungen eher mit Pflanzenmilch trinkt, aber ohne Süßung. Also wenn, dann einfach nur pur Kakao-Guarana-Mischung. Mhm. Also süß mag ich nicht. Also das ist rein von dem, was drin ist, mein Favorit, aber ich bin mal gespannt. Das ist schon ziemlich geil. Richtig geil. Also das ist schon pur trinken. Im Abgang ganz leicht die Kolanuss wieder. Das, dieses bisschen Erdige, ganz am Ende. Der Kakao sehen wir eher am dominantesten, würde ich sagen, ja. Vom Geschmack.
Aber es schmeckt schon, also man könnte schon fast pur trinken. Also ich vermisse in dem Moment nicht die Pflanzen mehr. Also wenn jetzt nur ein Hauch, Stevia drin ist oder Zucker oder Hafendicksaft oder was auch immer, an sich hat oder gemixte Dattelpaste, um es rohköstlich zu halten, dann kann man schon echt sagen, das schmeckt echt richtig, richtig gut. Also wirklich richtig, richtig gut. Die Cola-Nuss geht ja nicht nur um den Geschmack bei der Cola-Nuss, es geht halt auch um den Effekt. Und wenn was gut schmeckt und gut wirkt, dann ist es eigentlich so ungefähr das Traumhafteste, was überhaupt existiert. Und ja, kommen wir jetzt mal zu, wo ich dachte vorher mein Favorit. Das ist Cola-Nuss mit Guarana-Kakao, Reismilz, Zimt und Kardamom. Klingt auch mega lecker. Und vor allem das Guarana drin. Guarana ist ein bisschen mein Favorit, was den Geschmack angeht. Das Erdige und auch natürlich die Wirkung. Oh, hier kommt es schon raus. Ich überlege gerade, was das Reismehl da drin macht. Binden? Oder? Also ich vermute mal, vielleicht irgendwie fast binden. Genau. Der Geruch ist, der kommt schon in der Kardamom ein bisschen raus. Ein bisschen frischer, würde ich sagen, irgendwie so. So eine lange Nacht heute für uns. Morgen ist Rohkost-Potluck. Mach einfach durch bis morgen früh. Ja, mach halt vor, durch bis morgen früh und singen. Er braucht schon irgendwie Alkohol, Red Bull, Wodka oder so. Wenn man hier Cola-Nuss ohne Ende hat. So, jetzt trinke ich mal vor ihm. Das ist ein richtig geiler. Also das andere hat richtig gut geschmeckt, aber das hier ist auch richtig toll abgestimmt. Das schmeckt so fast neutral, aber trotzdem mit ganz vielen kleinen Nuancen. Also ich finde das auf jeden Fall bitterer, da kommt der Guarana durch. Und also das Maca ungesund, war das das Maca jetzt? Genau. Ja, war das große, was ich gerade jetzt genommen. Ja, genau, das war das vorher. Das war das. Das war wirklich wie so ein super Getränk, was man irgendwo kauft. Also wirklich so richtig aromatisch. Das hier ist richtig schön abgestimmt mit so einer richtig bitteren Unternote von Guarana. Und also ist was anderes. Ich kann gar nicht sagen, was mir besser gefällt. Was sagst du? Bis jetzt Tonkabohne. Aber jetzt kommt der Chili und dann... Na, das ist das Letzte. Doppelsinn. Dort, da lege ich viel... Hoffnung rein. Mhm. So. Also ich gebe mir mal eine kleine. Nee. Also, was kannst du denn austrinken? Also ich muss mal dazu sagen, ich mag kein Chili und ich mag nichts, was scharf ist. Das ist nicht besonders scharf. Nee, Chili ist nicht besonders scharf. Nee. Dankeschön. So, ich habe eine Wasserflasche daneben. Also nochmal, was ist da drin? Da ist auch wieder die Cola-Nuss drin, Kakao, Zimt, Reismehl, Muskatnuss und Chili. Muskatnuss ist auch drin und Chili. Puh. Ich gehe schon mit der schlechten Erwartungshaltung rein, das ist das Problem. Aber eigentlich ist es nicht scharf. Es ist nicht scharf, nee. Dafür einen halben Teelöffel oder einen halben Esslöffel auf eine Schnapsglas drauf haben. Und das Kakao drin, ne? Genau. Da ist aber der Kakao auch nicht so dominant wie bei dem anderen. Also das Chili ist, muss ich sehr sagen, dezent. Aber auch ehrlich gesagt, schmeckt mir die reine Cola das fast sogar noch besser als das mit dem Chili hier. Mein Favorit ist auf jeden Fall Tonka. Tonka. Also das ist wirklich, das muss man einfach mal so sagen, dieses Maca ungesüßt. Also Cola Chaos, wie gesagt, die Maca und Maca ungesüßt, das ist wirklich eigentlich der Favorit, kann man sagen. Das schmeckt wirklich, manchmal, das drin Cola-Nuss zu 50%, also die Hälfte ist Cola-Nuss, dann Kakao, dann Maca, auch sehr, sehr, wir haben glaube ich noch gar kein Video über Maca gemacht, das ist eine sehr interessante Wurzel. Reismehl und Tonkabohne, also das ist eine super geile Kombination und geschmacklich wirklich. Wenn ihr es mal im Laden finden wollt, so sieht es aus. Ja. Aber wie gesagt, ich verlinke euch das auch unten, ja, da könnt ihr alles euch dann dort bestellen. Und wie gesagt, du hast dich schon kennengelernt, das war vielleicht die Anna-Theresa Schmidt. Ach,
Also das ist ein ganz kleines Unternehmen und ja, und sie hat mir halt auch diese Portion hier überlassen. Und weil sie halt auch mein Guarana-Video gesehen hat und auch gesehen hat, dass ich ja, ein großer Fan von Guarana bin und ein großer Fan von ja, natürlichen Belebungsmitteln und einfach so erdischen, geilen Pulvern. Und ja, dann hat sie mir das einfach überlassen und deswegen mache ich da auch gerne Werbung hier. Und ja, ist halt alles aus fairem Handel und von daher... Ich war noch wirklich sehr sympathisch. Ich glaube, da war wirklich eigentlich das ganze Team. Da waren, glaube ich, 5 Leute, die da waren. Mhm. Da waren wir auf dem Kreativmarkt. Mhm. Und die waren wirklich wunderbar, sehr nett gewesen. Haben auch viele Prümchen verteilt. Mhm. Vorwiegend auf Pflanzenmilchbasis. Und ja. Kannst du ja auch grüßen. Die guckt dir das Video bestimmt. Ja. Weil man sich noch erinnern kann dran. Jo. Ja. War ein nettes Gespräch. Ja. Also, absoluter Favorit. Das Macker. Und ja, das ist halt so eine Sache, wie gesagt. Aus meiner Sicht, Kolanuss definitiv eine Alternative zu Guarana, gerade weil du, wie gesagt, du hast schon gesagt, Guarana wirkt ein bisschen intensiver. Ja, Kolanuss etwas milder. Von daher, ja, zuschlagen, nicht zuschlagen, ist eure Entscheidung. Auf jeden Fall, ja, schreibt mir mal, was ihr, und dann habt ihr schon mal Kolanuss probiert. Ich habe noch nie Kolanuss probiert, ich habe gedacht, es schmeckt vielleicht ein bisschen nach Cola. Und das Cola-Aroma kommt auch aus der Cola-Nuss, muss man dazu sagen. Aber das ist so tief versteckt in irgendwelchen ätherischen Ölen, die aufgespalten werden. Und 50 Gramm Zucker. Das ist, da nicht kommt und von daher, ja, das erfüllt es leider nicht. Aber ansonsten, gut, dann sehen wir uns unten in den Kommentaren. Und wenn ihr bei Chris mal vorbeischauen wollt, wenn ihr ja, Reisen, bis jetzt ist der Camper-Ausbau und Reisen. Ja. Also der Kanal ist noch brandfrisch, hat aber schon 100, 200 Abonnenten. 608 Abonnenten, teilweise mehr Views als ich, weil die Videos sind wirklich sehr lustig, sehr schön. Dann schaut bei seinem Kanal vorbei, ich verlinke euch den unten. Alles klar, macht's gut, tschüss.